Einen schönen guten Tag. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Wir haben am Samstag die Sonne natürlich im Skorpion. Der Mond wechselt gegen 2 Uhr nachts, also heute Morgen, oder ist dann schon, wenn ihr das hört, gewechselt in den Schützen. Das lockert ein bisschen die Atmosphäre auf. Wir haben Merkur weiterhin im Sextil zu Venus und das bedeutet eben auch, dass man gute Gespräche führen kann. Nicht zu vergessen, Merkur ist auch noch im Skorpion. Man kann die Dinge auf den Punkt bringen, sollte aber darauf achten, dass man schön sachlich bleibt. Kommen wir jetzt zum Sonntag, dem 7. November. Da haben wir weiterhin natürlich die Sonne im Skorpion, den Mond im Schützen. Ansonsten ist es relativ ruhig. Weiterhin natürlich dieses positive Geschehen zwischen Merkur und Venus. Man kann an diesem Wochenende sicherlich zumindest im privaten Kreis einiges auf den Punkt bringen und vielleicht Lösungsansätze oder sogar direkte Lösungen konzipieren. Also schauen wir uns das an, wie das Wochenende verläuft. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Auch an diesem Wochenende gilt es, Dinge zu klären, liebevoll miteinander umzugehen und auch Leidenschaft zu frönen. Klar, schauen wir uns an, was wir heute für den Widder am Samstag erstmal haben. Wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit herstellen. Der Mond im Schützen unterstützt natürlich zusätzlich. Da ist Erdenergie, man fühlt sich sicher, man fühlt sich geborgen. Da ist die Liebe, wunderbar. Ich denke mal, das ist ein schönes Wochenende, Manifestation dessen, was man sich wünscht, was man sich vorgestellt hat. Und mit dem König der Erde bekommt das natürlich noch mehr Gehalt, Sicherheit, Stabilität und auch vielleicht ein bisschen Dankbarkeit dafür. Schauen wir uns an, was wir am Sonntag haben, dem 7. Auch weiterhin Mond im Schützen. Wir haben die Transformation, die Veränderung. Die Dinge verändern sich, Verhältnisse verändern sich, im Außen verändert sich einiges. Das muss nicht schlecht sein. Was haben wir noch? Wir haben die 6 der Erde, ausgewogenes Geben und Nehmen. Und ich denke auch gerade so im Beziehungsbereich passt das wunderbar. 7 des Feuers, jeder steht für seine Belange ein. Das ist wichtig, dass man zu den Dingen steht und mit dem Page der Schwerter, Page der Luft ist das gleiche wie Page der Schwerter, da spricht man darüber. In kleinen Abständen, wie man sich das vorstellt, wie man selbst oder worauf man selbst nicht verzichten möchte. Und das kann in der Beziehung, ob jetzt beruflich oder privat, aber vor allen Dingen privat, sehr, sehr von Nutzen sein. Und diese schöne Energie solltest du nach Möglichkeit aufrechterhalten. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ein wunderschönes, liebevolles Wochenende und sag bis Montag. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Wie schon gestern mitgeteilt, sind auch an diesem Wochenende die Möglichkeiten da, Dinge zu besprechen, zu planen, zu klären. Und das sollte man natürlich nicht ungenutzt lassen. Was haben wir jetzt am Samstag für den Stier? Wir haben die 2 der Kelche. Da ist liebevolle Energie, sich auf Augenhöhe begegnen, sich auch zuhören, sich den Respekt zollen. Das gilt nicht immer nur in Liebesbeziehungen, können auch Freundschaften, Familie sein oder auch Geschäftspartner. Wir haben den Stern, die Heilung. Da findet Heilung statt mit der Wassermann-Energie. Und ich denke, die Gespräche tun ihr Übriges. 2 der Erde abwägen, wo die Prioritäten liegen oder vielleicht auch, wo sie in naher Zukunft liegen sollen. Wir haben die 7 der Münzen, das ist auch Erdenergie, bedeutet, dass man eben auf die Details achten sollte. Also auch Kleinigkeiten spielen eine Rolle. Man, ja, vielleicht geht es darum, wer die Zahnpastatube nicht zumacht oder so. Aber es geht darum, das einfach mal anzusprechen und dann zu regeln. Ist doch schön, wenn man das dann aus der Welt schaffen kann. Was haben wir jetzt am Sonntag? Wir haben den König der Erde. Stabilität und Sicherheit für den Stier und natürlich auch ja, deine Lieben, deine Familie oder die Leute, die dich umgeben. Da ist so ein bisschen, ja, ich genieße das, was ich habe drin und das ist schön.
Wir haben die 10 der Erde. Stabilität und Sicherheit in Finanzen und in Beziehungen. Ich glaube, du fühlst dich sauwohl an diesem Wochenende. Die Kraft, die Disziplin, diese Dinge zu besprechen, anzugehen und natürlich zu bewerkstelligen. Und das ist ja auch gut so. Disziplin gehört dazu mit Erdenergie sowieso und du hast schon viel erreicht und dessen solltest du dir bewusst sein und auch dankbar sein. Das möchtest du natürlich auch festhalten. Es gibt dir die Kraft, es gibt dir die Sicherheit, die du so dringend brauchst. Wir haben aber auch hier die 7 der Kelche. Kennst du? 7 der Kelche bedeutet, man soll sich nicht zu viel vornehmen, man soll nicht übertreiben. Die 7 der Kelche kann bedeuten, dass man zu hohe Erwartungen hat an sich oder an andere. Sei da bitte ein bisschen erdgebundener, würde ich fast sagen. Also man kann sich was vornehmen, man kann das ja auch planen in der Zukunft, aber bitte nicht zu viel auf einmal. 7 der Kelche ist halt so die Gefahr, dass man sich zu viel vornimmt und dann enttäuscht ist. Deswegen mach lieber kleine Schritte wie am Samstag, Kleinigkeiten, eins nach dem anderen. Und wenn das läuft, kann man sich dem nächsten zuwenden und nicht alles auf einmal. Das sorgt nämlich dann automatisch für Enttäuschung und das will man ja nicht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, schöne Gespräche, ein schönes Wochenende und sag bis Montag. Einen schönen guten Tag, meine lieben Zwillinge. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Auch an diesem Wochenende, also wie gestern auch, geht es darum, Dinge zu klären, zu besprechen. Man hat tolle Ergebnisse zu erwarten, die Dinge laufen gut, man findet den richtigen Ton zum Beispiel. Wir schauen uns an, was wir heute für die Zwillinge haben. Erstmal der Samstag. Wir haben die 6 der Erde, ausgewogenes Geben und Nehmen, eben auch Pragmatismus, Geduld, langsam machen und so weiter. Und wir haben die Welt. Du möchtest etwas hinter dir lassen, etwas Neues beginnen. Ja, aber erst das Alte natürlich vernünftig abschließen. Wir haben den Wagen. Du nimmst die Zügel in die Hand. Das ist Krebsenergie, dass man eben die Dinge vorantreiben möchte, dass man die Spur beibehält. Man muss ja mit dem Wagen auch steuern, wo es hingeht. Und da ist ganz wichtig, dass man in der Spur bleibt. Die 8 der Münzen. Du bist bereit, da dich richtig reinzuhängen, mitzuarbeiten, die Dinge umzusetzen, aber mach das bitte nicht allein. Und 8 ist ja auch, 8 der Münzen ist ja auch Erdenergie, also schön langsam. Und es geht um Details, ne? Schauen wir uns an, was wir am Sonntag für die lieben Zwillinge haben. Was haben wir am Sonntag? Wir haben den Turm. Dinge fallen weg, die unnütz sind. Das ist wichtig. Wie gesagt, dass man Dinge erstmal zu Ende bringt, dass man sich nicht zu viel vornimmt, dass man das gut plant. Und wir haben die 10 der Luft, eine große Erleichterung. Dinge fallen weg, die nicht nötig sind. Vielleicht auch Streitigkeiten, vielleicht auch Dinge, die vorher unklar waren, Missverständnisse, whatever. Und dann haben wir die 9 der Erde, da ist wieder deine Unabhängigkeit. Du bist gerne unabhängig und frei und du stehst vor einem Durchbruch. Aber wenn ich das so sehe, kann das natürlich auch bedeuten, dass du einsame Entscheidungen triffst. Das solltest du lieber lassen. Es geht darum natürlich, sich von Dingen zu befreien, sich unabhängig zu machen, die Dinge zu genießen. Wir sind weiterhin bei Erdenergie und das geht sehr, sehr langsam. Wir haben die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter kann bedeuten, dass da auch ein paar unangenehme Themen zur Sprache kommen. Aber das ist auch wichtig. Denn das, was vielleicht jemand als Einwand bringt, zum Beispiel, dass man da mit Schwierigkeiten rechnen muss, ist sozusagen die Hilfe dabei, das zu vermeiden in Zukunft. Also wenn du was planst, wenn du was umsetzen möchtest, bist du natürlich mit Feuereifer dabei. Das beflügelt auch der Schützemond. Aber man sollte eben auf dem Teppich bleiben und darüber sprechen, was auch schief gehen kann, damit man Plan B hat oder damit man im Vorfeld diese Dinge vermeiden kann. Sei dankbar dafür oder überlege es dir auch selbst, welche Hindernisse da im Weg stehen könnten, wenn du etwas vorhast. Und versuche, diese im Vorfeld auszuräumen. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und erfolgreich. Und darum geht es ja auch. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, tolle Erkenntnisse und sag bis Montag. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Auch an diesem
Wochenende, ja, lässt es sich gut reden, lässt es sich gut über Dinge sprechen, die vorher vielleicht schwieriger waren. Man kann neue Erkenntnisse gewinnen, man kann Klärung herbeiführen. Also wenn, dann solltest du das für dich nutzen. Wir schauen mal, was wir erstmal am Samstag für den Krebs haben. Ach, der Erde, da wartet ein bisschen Arbeit auf dich, könnte was mit Job zu tun haben. Wir haben die 6 der Münzen, das ist ausgewogenes Geben und Nehmen. Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Es geht darum, dass keiner übervorteilt wird. Wir haben die 3 des Feuers, vorausschauen, planen, also auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken, sich überlegen, ja, was hat das für Konsequenzen, wenn ich dieses oder jenes mache. Also sich ruhig Zeit lassen mit der Entscheidung, denn wir haben die 7 der Münzen. 7 der Münzen ist ja die Energie, ich kümmere mich um jede Kleinigkeit, um jedes Detail. Und das ist wahrscheinlich, wenn man etwas vorhat, gerade mit Job und so weiter, auch sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns jetzt an, wie das am Sonntag für den Krebs weitergeht. Wir haben die Königin der Münzen, da ist auch wieder Erdenergie. Sehr schön, du kümmerst dich darum, dass das eben stabil und sicher ist. Wir haben den Bote des Wassers, liebevolle Energie entgegenkommen, das ist der Ritter der Kelche, freundliche Energie. Und wir haben die 9 der Luft, unnötige Sorgen, aber das können eben auch Gespräche sein. Mach dir bitte keine Sorgen, wenn du dich um die Details kümmerst und auch nachhakst und so weiter. Dann sollte das auf jeden Fall auch fruchtbar sein im Sinne von, ich habe alles bedacht und mir kann nichts passieren. 9 der Stäbe kann natürlich mit der Burnout-Karte bedeuten, ob du dir vielleicht zu viel zugemutet hast, ob du dir vielleicht da, ja, ich sag jetzt mal, wenn du zum Beispiel einen neuen Job suchst, dich beworben hast und jetzt die Zusage kriegst, zu überlegen, ob du das zeitlich und körperlich und überhaupt schaffst, ja, das wäre so eine Sache. Es kann auch sein, dass du dich einfach aufgrund der vielen Dinge, die jetzt so anliegen oder die du zu klären hast, ein bisschen erschöpft fühlst. Auch das ist möglich. 9 der Stäbe ist ja die Burnout-Karte. Es bedeutet, dass man sich zu sehr engagiert und da vielleicht zu viel Energie in etwas investiert, was dich nicht weiterbringt. Also zu viel Reden oder zu viel Engagement am Sonntag würde ich dann letztendlich nicht machen. Wenn die Sachen in trockenen Tüchern sind, wenn ich das hier sehe mit der Königin der Münzen, dann solltest du das eigentlich feiern, dir etwas Ruhe gönnen, die Füße hochlegen und dich wohlfühlen. Und das würde ich dir ans Herz legen. Und ich denke, mit dem Ritter der Kelche hast du jemanden, der sich ganz liebevoll um dich kümmert. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, erfolgreiche Planung und Durchführung, detailverliebt und dann wird das schon. Viel Erfolg und bis Montag. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Ja, wir haben die tollen Energien der Gespräche, der Klärungen, der leidenschaftlichen Neubeginne, der liebevollen Energie, die solltest du auch für dich nutzen. Schauen wir uns jetzt an, was wir am Samstag für den Löwen haben. Da ist der Herrscher. Das ist die Verantwortung, das ist auch deine Karte, es ist ein Löwe abgebildet, klar, dass man eben ja das Sagen hat. Das findest du immer ganz toll. Wir haben die 10 der Münzen, du fühlst dich stabil und sicher, Erdenergie, es geht halt alles sehr langsam. Wir haben die 5 der Luft, da haben wir so ein paar kritische Stimmen, entweder von dir oder jemand anderem. Man bespricht vieles oder man tauscht sich aus, wie gesagt, man kann klären. 9 der Schwerter ist unnötige Angst oder viele Gespräche. Also es kann sein, dass da Samstag einiges auf den Tisch kommt, was man miteinander zu klären hat. Sei bitte lieb und nett, genauso wie dein Gegenüber, damit man das vernünftig klären kann. Aber die Energien sagen eben, dass sich das auch so ergibt, dass man da wirklich mal vernünftig drüber reden kann. Was haben wir am Sonntag? 6 der Erde, ausgewogenes Geben und Nehmen. Also keiner fühlt sich übervorteilt, keiner fühlt sich vielleicht vernachlässigt oder ja, über den Tisch gezogen. Wir haben die 8 der Luft, dann haben wir so ein bisschen den Gedankenkreisel, dass man keine Lösung findet für ein Problem oder dass man nicht wirklich ein Ergebnis erzielt. Das kann ja sein. Wir haben die 5 der Münzen. Die 5 der Münzen ist der Rückzug, bedeutet, dass man vielleicht jeder für sich auch mal ein bisschen Zeit braucht, über das ein oder andere nachzudenken. Denn wenn man sich hier so im Kreis dreht und man kommt einfach nicht zu einer Lösung, dann bietet es sich förmlich an, mal was ganz anderes zu machen, meinetwegen Fahrrad zu fahren oder irgendwas anderes zu tun, um den Kopf frei zu kriegen. Und wir haben die 8 der Kelche, das bedeutet, dass man sich von Dingen lösen kann. Also, dass man sagen kann, gut, dann kann ich das gefühlsmäßig, kann ich mich darauf einstellen, kann ich das vielleicht anders angehen. Und das ist auch wichtig, dass man eben nicht zu sehr, ich sage jetzt mal, die Augenklappen anhat, die Scheuklappen,
dass man eben auch Dinge mal aus einer anderen Perspektive sieht. Das ist ja manchmal so, auch fachliche Kompetenzen sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil sie eben in ihrem Metier so drin sind, dass sie alles drumherum nicht mehr wahrnehmen. Und so sehe ich das auch hier, dass man irgendwie einfach mal eine andere Sicht der Dinge braucht. Und da ist der Rückzug vielleicht gar nicht schlecht. Manchmal hilft es auch, sich mal ein paar Stunden aufs Ohr zu hauen und plötzlich wacht man auf und hat tolle Ideen. Alles schon vorgekommen. Also durchaus auch eine positive Entwicklung, wenn du dich darauf einlässt und wenn du einfach auch sagst, okay, ich überlege mir was. Du musst ja nicht sofort eine Entscheidung treffen. Es ist alles Erdenergie hier, außer jetzt die Gefühlswelt und die Gespräche. Wichtig ist, dass man nicht zornig wird, sondern dass man konstruktiv über Dinge spricht und auch konstruktiv darüber nachdenkt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, ein schönes Wochenende und tolle Ergebnisse. Und dann sehen wir uns hoffentlich Montag wieder. Bis dahin. Einen schönen guten Tag, meine liebe Jungfrau. Wir sind heute beim Wochenende 6. und 7. November 2021 und wir wollen uns anschauen, was wir für die Jungfrau an diesem Wochenende haben. Wir haben immer noch die tollen Energien der Klärungen, der Erkenntnisse, dass man sich gut austauschen kann. Schauen wir mal, was wir am Samstag für dich haben. 8 des Feuers ist Kommunikation, Gespräche führen, sich unterhalten. Wir haben die 2 des Feuers, man steht vor einer Entscheidung, hat aber schon eine Tendenz. 7 der Kelche, da sind die hohen Erwartungen, die man haben kann. 7 der Kelche ist halt, man will zu viel auf einmal und da ist es wichtig, sich zu entscheiden, was hat jetzt obere Priorität oder wofür entscheide ich mich, was liegt mir mehr am Herzen, wie kann ich das machen. Wir haben die 2 der Erde, da gilt es tatsächlich, die Prioritäten zu bestimmen, zu sagen, ja, das ist wichtiger als das und dann klären wir erstmal das, ja, weil die 7 der Kelche, die sorgt ja auch, wenn man zu hohe Erwartungen hat, automatisch für Enttäuschung, wenn man dann, wie gesagt, zu viele erhofft. Wie sieht es am Sonntag aus? Wir haben die 6 der Münzen, die haben wir heute ganz oft, das bedeutet, jeder fühlt sich gleichmäßig behandelt, keiner fühlt sich über den Tisch gezogen, wir haben das Rad des Schicksals, Jupiter. Wir haben die Energie, dass sich Dinge für dich auflösen lassen. Die 9 der Kelche, wunderbar. Also die Dinge laufen auch oft im Hintergrund. Das bedeutet eben, dass man nicht direkt selber beteiligt ist, dass man nicht selber etwas tun muss. Rat des Schicksals ist immer Schicksal, sagt man ja, die Dinge, wo man selbst nicht eingreift, ne? Sondern 9 der Kelche bedeutet, du musst darauf warten oder solltest darauf warten, dass sich die Dinge dann auch ergeben. Wenn man zum Beispiel über Missstände spricht oder sagt, ich hätte das gerne anders und so weiter, muss es sich ja erstmal entwickeln und das klappt vielleicht auch nicht immer auf Anhieb. Wir haben die 3 der Kelche, das ist Geselligkeit am Sonntag, das ist auch Gesellschaft an sich. Vielleicht tut sich da was in deinem Umfeld und das Ganze wird ein bisschen lockerer, ein bisschen netter, ein bisschen geselliger und dann hast du sicherlich auch Abwechslung von den alltäglichen Dingen und das solltest du natürlich nutzen. Klingt doch alles wunderbar. Also ich denke mal, wenn du dich darauf einlässt, eben deine Erwartungen auf das Machbare zu bringen, auf diese Ebene und wenn du eben dafür sorgst, auch selbst, dass keiner übervorteilt wird, dann laufen die Dinge wie von selbst und dann musst du die auch sich selbst überlassen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ein geselliges Wochenende und sag bis Montag. Einen schönen guten Tag, meine liebe Waage. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Dieses Wochenende eignet sich, genauso wie der Freitag, gut dazu, Dinge zu klären, zu besprechen, sich über was klar zu werden, Erkenntnisse, Know-how zu gewinnen. Schauen wir uns an, was wir erstmal am Samstag für die Waage in der Allgemeinlegung haben. Gerechtigkeit, deine eigene Energie, für Ausgewogenheit sorgen, Harmonie, das ist ja auch das, was du suchst. In der Liebe natürlich, Liebe ist ja auch nicht nur auf Beziehungen jetzt in der Liebe, also privat gemünzt, sondern auch im Außen, mit Freunden, mit Leuten allgemein oder auch die Liebe zu einem Projekt, einer Sache. Bote der Luft ist eben der Austausch, Ritter der Schwerter, schnelle Energien. Es ist auch, dass sich Dinge plötzlich ergeben, dass man überrascht ist, dass die Dinge plötzlich passieren. Wir haben die 3 der Münzen, das ist Teamplay, das ist Gemeinsamkeit. Ich denke mal, vielleicht mit der Familie oder eben auch im Kollegenkreis, wenn du arbeitest oder so, dass sich plötzlich eine liebevolle, faire
und sehr harmonische Energie ergibt. Vielleicht unternimmt er ja auch was zusammen oder irgendwas in der Richtung. Schauen wir uns jetzt mal den Sonntag an. Was haben wir da für die Waage? Wir haben Page der Erde. Mach langsam, nichts überstürzen. Page der Münzen heißt wirklich ein kleiner Schritt nach dem anderen. Dann haben wir die 7 der Luft. Da haben wir so ein bisschen Unkenntnis drin, Dinge, die im Verborgenen sind oder unterm Teppich sind oder wie auch immer. Es kann auch dummes Gerede sein. Da muss man nicht drauf hören, da muss man hinterfragen. Es geht nämlich darum, dass man eben nicht alles glaubt, was einem so erzählt wird. Aber die 7 der Schwerter sind, wie gesagt, auch die Unkenntnis, die noch nicht geklärten Dinge. Wir haben die Welt. Etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen kann man allerdings nur, wenn man sich mit dem Alten, also wenn man das Alte abgeschlossen hat, wenn man das hinter sich lassen kann. Also geh da am Sonntag sehr vorsichtig vor. Nicht alles, was du hörst, kannst du glauben. Wir haben deinen Wunsch, dich damit oder davon zu verabschieden, vielleicht von jemandem, der nicht die Wahrheit sagt. Wir haben aber die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter bedeutet, du siehst keinen Lösungsansatz. Das muss nicht heißen, dass es keinen gibt. Es heißt nur, dass du momentan da nicht durchblickst. Und das kann mit der 7 der Schwerter zu tun haben. Also die 8 der Schwerter bedeutet ja immer, man hat so die Augenbinde an, man fühlt sich eingefangen, eingefercht zwischen diesen 8 Schwertern. Das ist aber ganz leicht, sich daraus zu lösen. Man muss aber aussteigen aus dem Thema. Man muss das erstmal hinter sich lassen. Also bedeutet mit anderen Worten, dass man erstmal was ganz anderes machen sollte. Also gar nicht weiter darüber diskutieren, nachdenken oder so. Lenk dich ab, tu irgendwas anderes. Der Gedanke ist einfach zu hartnäckig in deinem Kopf, als dass du da jetzt eine Lösung finden würdest. Also ich würde dir raten, dich zu bewegen, Sport zu machen, Fahrrad zu fahren, was auch immer dir einfällt. Koch was Schönes, wo du dann nach Rezept machen musst, was auch immer. Du findest am Sonntag noch keine Lösung, aber vielleicht in den nächsten Tagen. Also mach dir da keine unnötigen Gedanken. Sag einfach, okay, ich habe jetzt noch keine Lösung, aber das kommt. Das wird sich ergeben. Und deswegen langsam machen. Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, nicht irgendwelche Vermutungen anstellen. Es ist immer wichtig, erst eins abzuschließen, bevor man was Neues beginnen kann. Und dir fehlen wahrscheinlich irgendwelche Informationen, die dazu führen könnten, dass du das für dich abschließen kannst. Also häng dem nach Möglichkeit nicht nach. Klar, wenn man sich um etwas Gedanken macht, dann lässt das einem auch nicht los. Auch wenn man sagt, ich will nicht an rosa Elefanten denken, das Erste, woran man denkt, sind rosa Elefanten. Und so ungefähr ist das hier auch. Deswegen mach was völlig anderes. Ja? Denn das kann auch dazu führen, dass dein Unterbewusstsein in Ruhe arbeiten kann, während du dich mit was anderem beschäftigst. Und wenn du dann irgendwann, kommt dir plötzlich der Gedanke. Das ist jetzt nur eine Anregung von mir, das ist ja nur eine allgemeine Tageslegung. Aber vielleicht ist das was Schönes, wo du dich dann mit was anderem beschäftigen kannst und dieser Gedanke sich sozusagen durch dein Unterbewusstsein in naher Zukunft auflösen lässt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes, geselliges Wochenende, viel Freude und natürlich eine tolle Abwechslung. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Bis dahin. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021 und wir wollen natürlich wissen, was da so geht. Wir haben ja auch diese tollen Energien, dass man Klärungen herbeiführen kann, dass man über Dinge sprechen kann, dass man da Erkenntnisse findet und dass das eben positiv ist. Schauen wir uns an, was wir für den Skorpion am Samstag haben. Wir haben den Magier, Manifestation dessen, was du dir vorstellst. Wir haben die 6 der Erde. Ich glaube, das ist die Karte, die, glaube ich, bei allen vorgekommen ist. Ausgewogenes Geben und Nehmen. Man fühlt sich nicht übervorteilt oder benachteiligt. Ast der Luft, da ist die Erkenntnis. Da ist das, was du nicht mehr brauchst, weg, abgeschnitten. Und du hast ein neues Know-how, du hast eine neue Erkenntnis für dich. Wir haben aber die 2 der Schwerter. Du hältst da noch ein bisschen mit hinterm Berg. Entweder willst du keine Entscheidung treffen oder traust dich nicht, das anzubringen, zu sagen, es wäre gut für dich als Skorpion, wenn du dich den Menschen, denen du vertraust, auch das Vertrauen entgegenbringst und darüber sprichst. Aber schauen wir mal, wie es am Sonntag weitergeht. 5 der Erde, da ist der Rückzug. Das ist, man möchte vielleicht mal ein bisschen allein sein, vielleicht auch erstmal darüber nachdenken. Wir haben die 9 der Erde, das ist so Einzelkämpfer, das ist so kurz vorm Durchbruch stehen, es ist Selbstständigkeit, es ist Unabhängigkeit, das eigene Individuum und dann die Arbeit. Es hat vielleicht was mit dem Job zu tun, vielleicht möchtest du dich selbstständig machen, vielleicht möchtest du auch dich von Dingen verabschieden, die dir nicht gefallen.
versuch das bitte nicht übers Knie zu brechen. Wir haben hier ganz, ganz viel Erdenergie. Ja? Wenn hier ganz viel Erdenergie, das will gut überlegt, geplant sein und das sollte man auch nach Möglichkeit nicht alleine tun. Wir haben die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe bedeutet, dass du die Energie verschwendest, wenn du dich zu, sagen wir mal, zu sehr darauf konzentrierst. Es gibt noch andere wichtige Dinge, um die es sich zu kümmern gilt. 9 der Stäbe ist ja die Burnout-Karte, dass man die Energie in eine Richtung zu stark manifestiert. Also ich würde dir einfach raten, wenn du Ideen hast, wenn du was vorhast, wenn du was machen möchtest, überleg dir das in Ruhe, aber versuch nicht, das gleich umzusetzen, sondern arbeite dir erst eine Möglichkeit aus. Das ist so meine Intention, die ich dabei habe. Du hast die Erkenntnisse, aber du hältst damit hinterm Berg. Ich würde vorschlagen, dass du dir überlegst, wirklich da mit jemandem in aller Ruhe drüber zu sprechen. Muss ja auch nicht ein Vertrauter sein, kann ja je nachdem, worum es geht, ein Fachmann, eine Fachfrau sein oder eben Bekannter, der ganz neutral antworten kann. Ich finde, dass es wichtig ist, nicht einfach hier zu manifestieren und dann wie wild zu versuchen, das umzusetzen. Hol dir die Unterstützung. Da ist bestimmt eine ganze Menge da. Und das Ganze hat ja auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle Haken und Ösen. Und um die eben zu vermeiden und dann nachher in Schwierigkeiten zu geraten, bietet es sich an, tatsächlich mit anderen darüber zu sprechen. Auch wenn du denkst, du müsstest alles alleine machen. Dem ist nicht so, glaub mir. Mein lieber Skorpion, ich wünsche dir ganz viele tolle Leute in deiner Umgebung, ein schönes Wochenende und dass die Pläne dann gemeinsam gemacht werden. Viel Erfolg dabei und bis Montag. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Ja, wir haben die tolle Energie, dass Dinge besprochen werden können. Der Mond ist in deinem Sternzeichen. Da musst du natürlich aufpassen, dass du nicht übers Ziel hinausschießt. So viel Energie kann dafür sorgen, dass man einfach übereifrig wird. Aber schauen wir uns das mal an. Am Samstag für den Schützen. Gerechtigkeit, Harmonie, Ausgewogenheit. Das ist schön. Vage Energie. Wir haben die 3 der Erde. Da haben wir das Team. Das ist großartig. Nicht alleine irgendwas auf die Beine stellen. Liebe. Gemeinschaftlich. Gemeinsam etwas planen, durchführen. 7 des Feuers. Da haben wir die einzelnen, ich sag jetzt mal, Standpunkte oder das, was jemandem wichtig ist. Ich glaube, dass das auch richtig ist mit der Gerechtigkeit, dass man alle Standpunkte anhört und dass man sich dann auch darauf einlässt, also darüber zu sprechen, sich auszutauschen. Was haben wir am Sonntag für den Schützen? 2 der Kelche, liebevolle Energie, sich auf Augenhöhe begegnen, also auch einander zuzuhören, was ja auch wichtig ist. Die Königin des Feuers, du bist in deinem Element, du bist optimistisch, positiv gestimmt. Du bleibst dran, du kümmerst dich darum, dass die Dinge mit Leidenschaft vorangetrieben werden und der Gehängte. Du verschaffst dir einen Überblick über die Gesamtsituation. Das ist sehr weise, das ist sehr gut. Ich denke mal, dass du auch die Standpunkte der anderen versuchst zu verstehen, was ja auch gut ist. Ne? Du hast ja deinen eigenen Standpunkt, du besprichst das mit anderen auf Augenhöhe und mit dem Gehängten versuchst du dir einen Gesamtüberblick zu verschaffen, was geht und was nicht. Und mit der 10 der Stäbe gibt es da sicherlich einiges zu tun, da brauchst du Unterstützung und vielleicht ist es auch so, dass du dir ein paar Belastungen dadurch ersparst, dass du eben nicht drauf losgaloppierst, sondern dass du eben für dich, aber auch im Zusammenspiel, denke ich, mit anderen, mit Menschen, die dir zur Seite stehen, mit Menschen, die dich unterstützen, eben gemeinsam nach Lösungen und Ansatzpunkten suchst, wie du dir das möglichst einfach machen kannst, dass du dann nachher nicht, sagen wir mal, mehr Baustellen hast, als du bewältigen kannst. Das finde ich sehr vernünftig. Das solltest du so machen und wie gesagt, den Rat anderer erstmal annehmen, erstmal überlegen. Ich denke, dass du sehr offen bist für diese Anregungen oder Einwände, je nachdem, was dir so vorschwebt und dass diese Energie sehr, sehr schön ist, dass man eben auch ja, respektvoll miteinander umgeht und dass du dir darüber Gedanken machst. Also schöne Energie. Ich wünsche dir ein erkenntnisreiches, schönes Wochenende, viel Erfolg dabei und sag bis Montag.
Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind heute beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Wir schauen uns an, was für den Steinbock drin ist. Wir haben ja heute tolle Energien für Gespräche, für Klärungen, neue Erkenntnisse oder Know-how. Was haben wir für den Steinbock am Samstag? Wir haben den Eremiten, Jungfrau-Karte, Rückzug, vielleicht mit sich selbst ein bisschen an sich im Inneren arbeiten. Was möchte ich? Wie fühle ich mich? Wir haben die 5 der Schwerter. Da ist auch Kritik drin oder Austausch oder konstruktive Dinge. Wir haben die Versuchung, Obsession. Man kann zu kritikfreudig sein. Davor möchte ich warnen, ja, weil das würde ja dann zu Streit führen. Also konstruktiv heißt ja, dass man sich miteinander austauscht. Die Versuchung kann natürlich die Leidenschaft sein, kann die Liebe sein. Wir haben die 3 der Kelche, Geselligkeit. Also vielleicht lenkst du dich und deinen Partner, deine Partnerin oder deinen Geschäftspartner, deine Geschäftspartnerin eben davon ab. Ich weiß es nicht. Also wichtig ist, dass du die Möglichkeit hast, was anzusprechen. Und wir schauen mal, wie es am Sonntag weitergeht. Wir haben die Sonne, gute Energie, positive Strahlkraft, Freude, Optimismus, ja, Power. Wir haben die 5 der Erde, da ist wieder der Rückzug drin. Also vielleicht ist dir das zu viel der Freude. Wir haben die Welt, etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Du weißt als Steinbock natürlich, dass man erst das eine hinter, also erledigt lassen, so erledigen sollte, was man hinter sich lassen möchte. Ja, und vielleicht mit dem Eremiten gehst du sehr kritisch mit dir selber um, bist aber gesellig unterwegs am Samstag, du hast gute Laune, du bist lieber alleine vielleicht, um dir eine Strategie zu überlegen. Wir haben die Berufung, also ich denke mal, dass du an diesem Wochenende vielleicht neue Erkenntnisse gewinnst, wo du überhaupt hin möchtest. Ja? Wir haben also mehr so, dass du dich mehr um dich selber kümmerst, das finde ich sehr schön, die Sonne, dass du optimistisch bist, positiv gestimmt. Die 5 der Münzen ist vielleicht das, wovon du dich verabschiedest. Kann ja auch sein, dass du sagst, ich möchte das nicht alleine entscheiden oder ich möchte nicht den Rückzug. Ich möchte, dass auch meine Leute, die Menschen, mit denen ich zusammen bin, an dem, was ich tue, teilhaben. Das wäre auch eine schöne Alternative. Denn Positivität ist hier. Hier haben wir die Versuchung, Geselligkeit. Aber wir haben halt die 5 der Schwerter. Du weißt, was im Argen ist oder was sich für dich nicht gut anfühlt. Und ich denke mal, dass du auch vielleicht mehr in den Genuss gehen möchtest. Also, dass du mehr genießen möchtest, als dass du dich immer mit anderen auseinandersetzen möchtest. Habe ich so den Eindruck. Aber das kann bei jedem anders sein. Jedenfalls lässt du die Einsamkeit, vielleicht auch die einsamen Entscheidungen hinter dir. Und das wäre natürlich richtig, richtig toll für dich. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz tolle Erkenntnisse, ein tolles Wochenende mit großartigen Menschen und dann sehen wir uns, wenn du magst, am Montag wieder. Bis dahin. Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Großartige Energien für Gespräche, wenn du magst. Erkenntnisse, Weiterbildung, Klärung, Erkenntnisse für dich selbst. Schauen wir mal, was wir am Samstag für den Wassermann haben. 7 der Erde. Sich um jedes Detail kümmern, also zum Beispiel vertragliche Einzelheiten oder so. Dann haben wir die 4 der Kelche. Das ist Unzufriedenheit. Da ist auch so ein bisschen, das gefällt mir nicht so. Wir haben das Ass der Münzen. Ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität ist möglich. Da gibt es dann Gespräche vielleicht oder neue Erkenntnisse, Möglichkeiten, aus denen du wählen kannst. Also es gibt Alternativen, wenn ich das so sehe. Aber wie gesagt, du musst dich auch um klein-klein kümmern, also auch um das Kleingedruckte. 5 der Schwerter sind ja die Dinge, die man anspricht, die einem nicht gefallen. Schauen wir erstmal, wie das am Sonntag aussieht. Wir haben das Team, Team Wassermann, 3 der Münzen. Ja, du bist nicht alleine. Dann haben wir den Wagen, Krebsenergie, die Zügel in die Hand nehmen. Der Wagen ist immer dazu da, auf der Spur oder in der Spur zu bleiben. Der Gehängte, sich zu überlegen, wie hängt das alles zusammen? Was haben wir denn da? Wie kommt das zustande, dass das und das so und so ist? Wie kann ich das ändern?
welche Möglichkeiten ergeben sich daraus und da finden wahrscheinlich Gespräche statt, neue Erkenntnisse und du denkst darüber nach. Du siehst das eben nicht nur aus deiner Perspektive, sondern hast auch den Überblick. Das heißt, als wenn du von oben auf eine Landkarte guckst, siehst du, wie die ganzen Fäden zusammenkommen in dem, was dich vielleicht momentan ein bisschen unzufrieden macht. Wir haben den Page des Wassers, Page der Kelche, Sympathie. Das bedeutet für mich, dass du für das, was du siehst, auch ein Stück weit Sympathie empfindest. Also du bist jetzt nicht total dagegen. Du kannst dir das ein oder andere zusammenreimen, erklären, ja, im Zusammenhang mit den Dingen, die dir nicht so gut gefallen und empfindest ein Stück weit Sympathie für die Leute, die vielleicht anders agieren oder reagieren, als du das ursprünglich dir erhofft hast. Die haben alle vielleicht ihre Gründe dafür und die Erkenntnis ist ja auch wichtig. Das heißt, du wirst ein Stück weit toleranter, was andere betrifft. Aber es ist nicht nur das, es ist ja auch so, dass du die Zusammenhänge besser verstehst. Also es ist nicht immer alles logisch, ja, und deswegen ist es ja auch manchmal so schwierig, die Zusammenhänge zu erkennen. Aber da ist Sympathie, da entsteht Sympathie dadurch, dass du dir die Mühe machst, einfach mal so ein bisschen zu hinterfragen und dich mal so gedanklich in den Schuhen anderer zu bewegen. Finde ich großartig. Und vielleicht haben dich ein paar Leute auf diese Idee gebracht in deinem Umfeld und das ist doch schön. Also ich glaube, das ist sehr spannend und erkenntnisreich an diesem Wochenende. Mein lieber Wassermann, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, ganz tolle Erkenntnisse, ganz viel schöne Energie auch. Nutz es für dich und natürlich für das harmonische Zusammensein mit anderen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und sag bis Montag. Einen schönen guten Tag, meine lieben Fische. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. November 2021. Wir haben tolle Energien in Bezug auf Austausch, Gespräche, Klärungen und ja, das ist schon sehr viel wert, dass man damit natürlich auch ein paar wichtige Erkenntnisse für sich oder auch für eine Situation finden kann. Schauen wir jetzt mal, wie es am Samstag aussieht für die Fische. 3 der Münzen, Team Fische. Also bist nicht alleine, du bist im Team, wir haben den Mond, ungute Gefühle, vielleicht findet da so ein bisschen Austausch statt, wie man sich fühlt oder was man befürchtet. Wir haben die 2 der Erde und es geht darum, die Prioritäten vielleicht neu zu bestimmen, vielleicht auch sich auszutauschen darüber, was sich nicht gut anfühlt. Muss nicht immer auf eine Beziehung gemünzt sein, kann auch innerhalb der Familie, der Kollegen oder eben auch der Freundschaften sein, dass man sich darüber austauscht. Und wir haben durch dieses wir wägen ab, was jetzt Priorität hat, großen Erfolg. Also du bekommst da neue Einsichten, Erkenntnisse und es bringt dich ein Stück weiter und ich glaube von unguten Gefühlen ein Stück weg. Das ist doch schon mal großartig, finde ich. Schauen wir uns jetzt mal den Sonntag an. Wie geht das da weiter? Wir haben den König der Erde. Stabilität und Sicherheit kann deine Energie sein, aber oder jemand, der dir Sicherheit und Stabilität bietet. König der Erde ist eben auch die Energie, ich weiß, was ich habe, ich bin dankbar dafür, ich möchte das erhalten. Und dann haben wir die 8 der Kelche. Da ist eine gefühlsmäßige Änderung. Also man wendet sich von Dingen ab, die einen nicht weiterbringen, kann mit dem Mond zu tun haben von Samstag, die Erkenntnisse, die da gewonnen werden und du wendest dich neuen Dingen zu. Wir haben die 4 des Feuers. Das ist wunderschön. Das bedeutet nämlich ein tolles Umfeld, eine tolle Familie, Menschen, die dich unterstützen, die dir zur Seite stehen, die dir vielleicht auch im Team Fische gesagt haben, Mensch, das musst du mal aus einer anderen Perspektive sehen oder mir geht's ähnlich und dies und das. Und wir haben die 10 der Kelche, dir geht's richtig, richtig gut. Und auch wenn das vielleicht manchmal, ich sag jetzt mal so in den Gesprächen nicht immer so reibungslos verläuft, aber letztendlich ist das Ergebnis das, was zählt, ne? Also der Mond, das sind halt immer die Dinge, die im Verborgenen da stattfinden. Und wenn man sich da mal öffnet und darüber klar und deutlich spricht, kann man eine ganze Menge Missverständnisse aus der Welt schaffen und dann eben Prioritäten setzen. Zum Beispiel, wenn jemand bei einer bestimmten Sache sehr empfindsam ist, dann kann man darauf Rücksicht nehmen. Auch natürlich bei dir, ganz klar. Aber das muss derjenige dann auch von dir erfahren. Dann haben wir Sicherheit, Stabilität, die Gefühle verändern sich. Also wir sind ja ständig in Bewegung, wir sind ja ständig in Veränderung begriffen, als Menschen, gefühlsmäßig, erfahrungsmäßig, wie auch immer.
und auch altersmäßig natürlich. Und die Liebe, die da ist, ist ja wunderschön und ich glaube, dass du an diesem Wochenende richtig aufblühst. Ich wünsche dir eben auch eine solche tolle Energie. Hab ein wunderschönes Wochenende, genieße es und dann sehen wir uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Alles Liebe, tschüss.